Hallöchen, hier schon wieder. Hallo, ihr Hübschen. 1000 Fragen an dich. Eine Kooperation mit anderen YouTubern. Ja, und jetzt sind wir bei den nächsten 20 Fragen angekommen. Von 61 bis 80, sozusagen. Und ihr dürft euch auch die anderen angucken, die ich in die Infobox reingesetzt habe. Da würde ich mich auch freuen. So, und dann fange ich einfach mal an. Frage 61. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ja, die Seele ist unsterblich. Übrigens kommt da ein Film raus im Kino. Der läuft jetzt erstmal in München nur. Der heißt auch, die Seele ist unsterblich, glaube ich. Also die Seele und das Leben geht ja sowieso irgendwann dann weiter, wenn man dann wiedergeboren wird oder wie auch immer. Ich glaube auf jeden Fall irgendwie doch daran. Es ist halt mein Glaube. Andere können was anderes glauben. Dass halt danach nichts mehr ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich glaube, da kommt noch was. Oder da war schon was. Wie auch immer. 62. Auf wen bist du böse? Vielleicht auf mich? Aber eigentlich bin ich nicht böse. Nee, warum soll ich böse sein? Verstehe nicht. Alles egal. 63. Fährst du häufig mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Nein, tut mir ja leid. Es ist mir dann immer so voll. Aber eigentlich ist es auch ganz toll. Ich meine, man lernt viele Leute kennen. Aber nein. 64. Was hat dir am meisten Kummer bereitet? Ich hab mir am meisten Kummer bereitet, jawohl. So viele Jahre, immer nur das gleiche Geheule. So, ja. 65. Bist du das geworden, was du früher werden wolltest? Ich glaube schon. Vielleicht. Also ich bin ja eine Frau. Ich bin eine Frau geworden. Ja, ich wollte eine Frau werden vielleicht. Ganz drauf an. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob es jetzt hier um Beruf geht oder um andere Sachen. Naja. 66. Zu welcher Musik tanzt du am liebsten? Schlager Volksmusik? Oder doch was anderes? Also ganz drauf an. Ich meine, ich kann auch bei Hip-Hop oder sonst was, Jazz oder so, tanzen. Also das ist dann nach Stimmungslage tanze ich dann vielleicht oder singe nur mit. 67. Welche Eigenschaften schätzt du an einem Geliebten sehr? Ja, die Liebe natürlich. 68. Was war deine größte Anschaffung? Mein Auto? 69. Gibst du Menschen eine zweite Chance? Ja, ich gebe mir auch oft noch 3 oder 4, 5 Chancen. 70. Hast du viele Freunde? Ich bin mein einziger geliebter Freund. Und mein Schatzi ist mein allerliebster Freund. Jawohl. Also sonst, ich habe viele Freunde. Was ist denn viel? Es können auch viele zwei sein. Das ist dann schon für den einen viel, für den anderen ist zu wenig. Also. 71. Welches Wort bringt dich auf die Palme? Vielleicht die Palme? 72. Bist du schon jemals im Fernsehen gewesen? Ja! Wie furchtbar. Und das doch nicht mal einmal, sondern ein paar Mal mehr. Uah. Psst, aber nicht weiter sagen, ne? Das wisst nur ihr jetzt. 73. Wann warst du zuletzt nervös? Oh mein Gott, ich bin jetzt nervös. Nein. Vielleicht vor einer Prüfung. Aber das ist dann wirklich schlechte Nervosität. 74. Was macht dein Zuhause zu deinem Zuhause? Die Musik. Mein Chaos-Stil? So. 75. Wo informierst du dich über das Tagesgeschehen?
Nach der Sonne gehe ich. Und nach den Wolken, das ist mein Tagesgeschehen. Ich meine, ich könnte auch natürlich sagen, jetzt im Internet, aber ich lese mich da nicht ganz so voll vor so viel schlau, weil, ja. Was bringt's denn auch? So. 76. Welches Märchen magst du am liebsten? Schneewittchen? Aschenputtel? Rotkäppchen? Was gibt's denn sonst noch? Märchen. Keine Ahnung. Die 10 Geißlein. 77. Was für eine Art von Humor hast du? Ich denke, einen guten, hoffe ich mal. Ansonsten kann ich das nicht so sagen, weil ich bin ja selbst zum Lachen da, ne? So. 78. Wie oft treibst du Sport? Täglich. Ich gehe jeden Tag mit meinem Hund mindestens 3 bis 4 Mal raus. Das ist ja auch Sport genug, oder? 79. Hinterlässt du einen bleibenden Eindruck? Wahrscheinlich sehr. 80. Auf welche 2 Dinge kannst du nicht verzichten? Das ist schwierig, Leute. Sehr schwierig. Ich würde ja eigentlich sagen, mein Schatzi und mein Hund. Aber wenn da vielleicht weniger bei übrig bleibt oder überhaupt, würde ich sagen, auf meine Bücher und auf meine CD-Sammlung. Da kann ich genauso wenig drauf verzichten, wie auf meinen Schatzi und auf meinen Hund. Also sind es eigentlich 4 Dinge, Leute. Da tut mir auch leid. 81. Was würdest du tun, wenn du 5... Achso, Entschuldigung. Ach du Scheiße, wir sind ja schon fertig. Die kommt ja erst in dem nächsten Video. Tut mir leid, dann gehe ich jetzt... Ach, jetzt habe ich... Bis nächste Mal. Diese Frage lese ich euch dann nochmal vor. Und beantworte sie dann in einem anderen Video. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst es euch nur gut gehen. Und was immer noch, guckt bei den anderen auch mal rein. Ne? Nächste Video kommt dann am 1. oder 15. Ich blicke auch nicht mehr durch. Also ihr werdet schon sehen, wenn ihr mich abonniert habt, dann werdet ihr sehen, wann das nächste Video kommt. Auf jeden Fall heißt die Kooperation 1000 Fragen an dich selbst. Also an dich. 1000 Fragen an dich, sozusagen. So. Und man kann auch mal sagen, hier, guckt euch das mal. Schon wieder. Schlechtes Wetter draußen. Ich gehe schon wieder kaputt. Naja. Bis dann mal. Ciao.